Halloli und herzlich willkommen. Ich werde heute eine indische Tomatensuppe mit Erbsen und Zwiebeln kochen. Es ist eine etwas schärfere Variation mit ganz leckeren Gewürzen, die sich wirklich lohnt nachzukochen. Hauptbestandteil der Tomatensuppe sind natürlich Tomaten. Ich nehme heute hier etwa 500 Milliliter passierte Tomaten. Man kann auch frische nehmen und die dann selber passieren. Dann habe ich hier 250 Gramm Tiefkühlerbsen, dann eine Dose Kokosmilch, das macht das Ganze auch nochmal richtig lecker. Dann habe ich hier etwa 3 bis 4 Esslöffel Öl. Im Idealfall nimmt man da Butterschmalz. Dann habe ich Salz und Pfeffer. Hier habe ich mir 2 Zwiebeln schon mal klein geschnitten, und zwar in Scheiben. Dann habe ich 3 Knoblauchzehen klein geschnitten. Da ist noch etwas brauner Zucker. Dann habe ich hier vorne ein wenig Ingwer. Dann ist hier die rote Currypaste. Da habe ich einen guten Teelöffel vollgenommen. Dann sind hinten zu sehen die Kaffirblätter. Das sind so ein bisschen säuerliche, die bringen eine wunderbare Frische mit rein. Dann habe ich 3 Lorbeerblätter. Dann habe ich hier etwas Pfefferminz getrocknet. Das ist mein eigener aus dem Garten. Idealerweise nimmt man da auch frischen, aber ich habe leider keinen richtig schönen heute gekriegt. Ersatzweise geht das aber auch mal. Dann habe ich hier 2 Löffel Kreuzkümmel und 1 Teelöffel Zitronengras und hier hinten nochmal einen großen Esslöffel Tomatenmark. Ich werde jetzt als erstes das Fett erhitzen und werde dann die einzelnen Zutaten zugeben. Als erstes gebe ich dann mal die Zwiebelchen hier rein. Das Fett ist schon schön heiß. Ja, die können jetzt ein bisschen anschmollen und sollten aber nicht unbedingt stark Farbe annehmen. Ja, so schön glasig werden. So, den Knoblauch gebe ich auch gleich dazu. Und rühre das alles einmal schön durch. Ich habe das jetzt auch auf kleiner Flamme zu stehen. Zwischendurch dann ruhig immer mal so ein bisschen umrühren, dass die nicht braun werden. Die sollen wirklich nur glasig werden. Wenn sie dann schon so ein bisschen glasig werden, dann gebe ich auch den Ingwer noch mit dazu. Den habe ich hier klein geschnitten in kleine Würfelchen. Die Zwiebelchen sind jetzt so richtig schön glasig. Ich schiebe die jetzt erstmal auf eine Seite und schiebe auch den Topf mal so ein bisschen seitlich zur Flamme, quasi die eine Hälfte des Topfs etwas heißer wird. Und da gebe ich dann die rote Currypaste noch mit zu. Ja, die so ein bisschen im Fett breitdrücken. Die soll jetzt ein klein wenig angeröstet werden. Bei der roten Currypaste ist es wirklich immer ganz wichtig, dass die so ein bisschen im heißen Fett vor sich hinschmuggelt. Dadurch bilden sich dann erst so die richtigen Aromen. Ja, das lasse ich jetzt hier noch einen kleinen Moment so vor sich hin. Jetzt kann also das Tomatenmark mit dazu. Ja, das darf auch ruhig noch mal so ein bisschen im Fett vor sich hin wurzeln. Das gibt dann auch schöne Aromen. Auch immer ruhig so ein bisschen breit drücken. Zwischendurch dann auch mal hier an den Zwiebeln ein bisschen rühren. Und wenn der Tomatenmark dann auch schon so ein bisschen Farbe angenommen hat, dann kann man anfangen, das alles untereinander zu vermischen. Dann der Topf auch wieder in die Mitte. Und das ist schon ein wunderbarer Duft. Ich gebe jetzt auch gleich die Gewürze mit bei, das heißt also das Zitronengraspulver. Ja, idealerweise nimmt man da auch frisches. Ich habe heute auch wieder mal keins gekriegt. Dann kommt der Kreuzkümmel dazu und ein wenig vom Pfefferminz. So, dann alles nochmal schön durchrühren und alles nochmal so ein bisschen anrösten. Und dann kann auch die passierte Tomate damit zu. Einmal schön durchrühren. Und dann gebe ich noch meine Kaffirblätter damit bei. Die schmecken also wirklich wunderbar frisch. Das ist ein sehr zitroniges Aroma. Und die Lorbeerblätter. Das Ganze gebe ich jetzt erstmal hier so ein bisschen runter und lasse es dann mal einen Moment so ziehen. Wenn es dann so leicht anfängt zu köcheln, ja, ich rühre hier noch mal kurz durch, dann kann auch die Kokosmilch damit zu. Ja, das sind jetzt hier 400 Milliliter. Wenn man mag, lässt man sich noch so ein kleines bisschen übrig, was man dann nachher zum Anrichten nutzen kann.
Ja, das Ganze jetzt wieder gut durchrühren. Ja, so nach 3-4 Minuten ist das dann gut durchgehitzt. Und dann gebe ich auch die Erbsen damit bei. Die rühre ich jetzt auch noch mal gut unter. Und dann lasse ich das Ganze so ein Viertelstündchen noch mal leicht köcheln. Zum Schluss werde ich dann noch mal mit Zucker ein bisschen abschmecken. Und dann kommt auch noch mal ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Die Erbsen sind jetzt schon ganz gut weich geworden. Jetzt gebe ich hier noch etwas Pfeffer dazu. Und natürlich auch noch mal Salz. Ja, das Ganze rühre ich jetzt hier noch mal durch. Und dann gebe ich auch noch ein bisschen Zucker mit zu. So, jetzt lasse ich das noch mal schön aufkochen. Oder heiß werden. Richtig doll aufkochen soll es eigentlich nicht. In der Zwischenzeit werde ich mir noch 2 Fladenbrote schnell im Backofen legen. Die werde ich so ein bisschen mit Butter bepinseln. Und dann kann ich auch schon anrichten. Jetzt ist alles schön und gut durchgezogen. Ist es richtig heiß. Jetzt kann also aufgetan werden. Ich habe mir hier schon so ein bisschen Deko hingemacht. Das warme Brot liegt schon da. Da habe ich noch ein klein wenig Schwarzkümmel draufgegeben. Ja, das ist vorher ein bisschen mit Butter eingerieben worden. Und dann im Backofen 5 Minütchen bei 130 Grad warm gemacht. So. Das duftet wieder ganz wunderbar. Ich gebe jetzt hier noch ein bisschen was Grünes drauf. Idealerweise hat man jetzt hier noch so ein bisschen Pfefferminz oder Minze, wie man sagt. Dann mache ich noch ein ganz klein wenig Schwarzkümmel auch hier oben mit drauf. Nicht viel, nur so ein klein wenig. Und ein ganz klein bisschen vom Sesam. Auch nicht viel. So, das war's dann erstmal für heute. Ich werde den Teller jetzt so auf den Tisch bringen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich wünsche jedenfalls einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!